So, ich denke mal, wir fangen jetzt so langsam an. Mal gucken, ob heute mal jemand hier eintrudelt. In der letzten Folge ist uns die Katze Claudia aufhanden bekommen und jetzt sollen wir sie auch noch finden. Und wir sollen ins Dorf gehen. Dann schauen wir doch mal, welche Rätsel uns auf uns warten. Da ist doch die Katze. Die Claudia. Professor, da ist sie. Und da war sie. Ach, sie ist weggerannt. Wir dürfen nicht aufgeben. Hinterher, Luke. Autsch, das brennt. Der Motor ist wohl hinüber. Das ist also Saint-Mystère, das Revier des alterwürdigen Barons Augustus Reinhold. Und ich weiß immer noch nicht, wie man den Ort ausspricht. Mystère, Mystère. Ich frage mich, welche Schikanen der alte Bursche hier vor seinem Ableben noch hinterlassen hat. Oh, Leighton, du eitler Schnösel. Die Reichtümer, die du suchst, werden mir gehören. Ich hoffe, die Internetleitung ist in Ordnung. Ich bin gerade mal wieder rum. Wo davon? Was kannst du eigentlich? So, also hier ist die Claudia nicht mal gucken. Gibt es ja vielleicht eventuell noch so ein. Die Münze war letztes Mal aber noch nicht da. Schlimm, schlimm. Okay, hier ist aber kein verstecktes Rätsel. Seriously? Auf dem Boden. Seriously? Hast du noch ein Rätsel für uns? Oh, Sie sind es, Herr. Nennen Sie mich doch Ramon. Ahu? Kann ich Ihnen helfen? Das können Sie durchaus, Ramon. Baronin Dahlias Katze ist soeben entlaufen. Sie waren doch dabei, oder nicht? Haben Sie sie gesehen? Meinen Sie Claudia? Ich glaube, sie lief gerade eben hinunter in Richtung Dorf. Wenn das so ist, wünschte ich mir wirklich, wir hätten sie gar nicht erst entkommen lassen. Also, ab ins Dorf. Die Suche nach einer Katze. Okay. Sucht ihr was? Ihr sucht doch was, oder? Ja, das sehe ich doch an den Nasenspitzen an. Entschuldigen Sie, aber haben Sie eben zufällig die Katze von Baronin Dahlia hier vorbeilaufen sehen? Dieses rabiate kleine Pelzknäuel? Ich glaube, die ist zum Dorfplatz gerannt, in die Richtung da. Ich verstehe, danke sehr. Nicht der Rede wert, wenn nur alle Fragen so einfach zu lösen wären. Na dann, bis später. Er ist ja eigentlich doch sehr nett. Wer hätte das gedacht? Wollen wir zum Dorfplatz gehen? Einverstanden. Gehen wir. Oh, einen Moment noch, Luke. Werf mir doch zuerst einmal einen Blick hinter die blaue Tür dort. Siehst du das? Sie steht einen Spalt weit auf. Wollen wir mal hineinschauen? Ja, wir schauen überall in fremden Häusern rein, wenn ein Spalt Tür offen ist. Wer macht das nicht? Hallo? Eine Kerze. Sieh mal, mein Junge, diese erloschene Kerze erinnert mich an ein faszinierendes Rätsel. Wie viele bleiben? Okay. In einem Esszimmer brennen 10 Kerzen. Das Fenster steht offen und der Luftzug löscht 2 der Kerzen. Als du später nochmal nachsiehst, stellst du fest, dass eine weitere Kerze ausgegangen ist. Daraufhin schließt du das Fenster. Angenommen, dass keine weitere Kerzen mehr erlischt. Wie viele Kerzen sind am Ende übrig? Okay, also 10 Kerzen. 2, 4, 6, 8. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, 3, 6, 8, 10, ja. Okay. Das Fenster steht offen und der Luftzug löscht 2 der Kerzen. Also später nochmal nach, siehst du fest, dass eine weitere rausgegangen ist. Daraufhin schließt du das Fenster.
Ja, eigentlich ja dann 7. Aber ich denke mal, die Lösung wäre dann ein bisschen zu einfach, wenn es nur 7 wäre. Mal nachdenken. Ist es wirklich 7? Ich bezweifle das. Das wäre dann doch zu einfach. Ich denke mal kurz nach. Rein theoretisch, bei einem Luftzug müssen ja eigentlich alle Kerzen ausgehen, die da vorm Fenster sind. Nicht nur 2, rein theoretisch. Deswegen bezweifle ich, dass 7 die richtige Lösung ist. Aber ich probiere es gerne mal einmal aus. Ja, das wäre zu einfach. Wusste ich doch, das wäre zu einfach. Das kommt ja auch auf die Zeitanfrage an. Wie lange ist denn vergangen? Angenommen, dass keine weitere Kerze mehr erlischt. Wie viele Kerzen sind am Ende übrig? Ich bin so blöd. Am Ende übrig. Ja. Keine, weil die verbrennen ja. Null. Was für eine schöne Null. Auch nicht? Hä? Also 7 ist es nicht und 0 ist es auch nicht. Oder sah meine 0 gerade anders aus? Gib es jetzt einfach nochmal ein, weil ich nicht mehr sicher bin, ob die 0 richtig war. So. Eigentlich ja keiner, ne? Okay, ich bin verwirrt. Also 7 ist nicht die richtige Lösung, 0 ist jetzt nicht die richtige Lösung. Oh Gott, das fängt ja schon mal gut an. Das ist jetzt so banal, dass das eventuell stimmen könnte. Was für eine schöne 3. Manchmal stehe ich auch auf den Holzbein. Stimmt genau, die 7 Kerzen, die nicht erloschen sind, brannten vollständig ab. Darum sind nur noch die 3 Kerzen übrig, die der Wind ausgeblasen hat. Oh, ich bin auf den Holzfahren. Ausgezeichnet, mein Junge. Es ist wichtig, den Wald nicht vor lauter Bäumen zu übersehen. Ja, da liegst du vollkommen richtig. Manchmal denkt man zu kompliziert und gelangt zu einem Trugschluss. Danke, ich sollte einfach einfacher denken. Bei dem Hashtag einfacher denken. So. Ist hier sonst noch was? Eine Münze? Noch ein Rätsel. Wunderbar. Dieser Stuhl ist auf eine gewisse Weise sehr reizend. Oh, dabei fällt mir ein Rätsel ein. Kennst du es schon, Luke? Welcher Stuhl? In einer Stadt ist eine neue Mehrzweckhalle gebaut worden. Alle möglichen Veranstaltungen wie Konzerte, Sportereignisse oder Kongresse sollen dort stattfinden. Da die Halle nun fertig ist, wird es Zeit, sie mit passenden Stühlen auszustatten. Die 5 Varianten A bis E stehen zur Auswahl, aber nur einer davon eignet sich wirklich dafür, ins Auditorium gestellt zu werden. Welches ist das? Ich würde mal sagen, die unteren 3 nicht, weil wir brauchen ja auch Armlehnen. Aber andererseits, wer braucht heutzutage Armlehnen? Also, höchstwahrscheinlich muss es ja auch ergonomisch sein, ne? Heutzutage muss alles ergonomisch sein. Wie soll man da bitte schön drauf kommen? Also auch für Sportereignisse, Kongresse wie Konzerte, also sind Armlehnen dann doch falsch.
Vielleicht E oder D? Wir noch niemals auf einem Konzert mit Stühlen. Wir hatten nur Stehplätze. Kongresse. Da spricht dann wieder Armlehnen für. Aber Sportereignisse sind ja auch keine Armlehnen. Also eigentlich ja dann auch wieder so etwas wie E. Jedenfalls beim Fußballstadion. Was haben die mit Stühlen? Aber nur gut. Andererseits, es sind hier Kongresse, Sportveranstaltungen und Konzerte. Das heißt, die Stühle müsste man ja auch stapeln können. Das kann man mit D, C schon mal nicht. Also D schon mal außen vor. B auch nicht, weil ja unten die Stangen sind. Und da kann man ja einen Elefant ja auch nicht stapeln. Also angenommen, es sind wirklich diese Stühle, die gestapelt werden müssen, weil ja viele Teilnehmer etc. pp. Sind, dann kann es ja eigentlich nur E sein. Meiner Meinung nach. Aber wir sehen es ja, ob es jetzt falsch ist oder nicht. Boah, ist doch richtig. Endlich mal ein Rätsel ohne Probleme gelöst. Aber gut, wenn man nachdenkt, dann kommt man natürlich drauf hin, dass es natürlich gestapelt werden muss, ne? Ergonomie hin und her. Gut gemacht. Offenbar war dir das Rätsel zu einfach. Oh, wir haben ein Gemäldestück erhalten. Kann man da eigentlich schon was machen in den Gemälden? Dann schauen wir doch mal. Berühre ein Gemäldestück, um es zum Bildrahmen zu bewegen und das gewählte Stück zu platzieren. Du gelangst zum Bilderrahmen, in dem du den gelben Pfeil berührst. Berühre Wechsel, um jederzeit zu den noch nicht platzierten Gemäldestücken zurückzukehren. Verwende den Touchpad, um Gemäldestücke zu verschieben und zu drehen. Berühre ein Stück innerhalb des angegebenen Kreises, um es zu verschieben. Berühre ein Stück außerhalb dieses Kreises und führe den Touchpad, um es zu drehen. Finde alle 20 Stücke und füge das Gemälde wieder zusammen. Wenn du das Gemälde wieder zusammensetzt, geschieht etwas Tolles. Das sieht doch schon mal nach dem Rand aus. Das können wir ja schon mal hinzufügen. Na gut, das könnte überall passen. Also tun wir das erstmal hier hin. So, und dann wieder zurück. Och, warum nicht? Einmal, ne? Einmal kann man es ja mal machen. So. Ist hier sonst noch irgendetwas? Noch ein verstecktes Rätsel? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann können wir ja wieder hier raus. So. Mal gucken, vielleicht hat der jetzt auf einmal ein Rätsel für uns. Immer zweimal sprechen. Ne, schauen wir nicht. Hey, ihr beiden, würdet ihr mir helfen? Ich habe da ein Problem. Was können wir für sie tun, mein Herr? Irgendein Hanswurst hat die Brücke hochgekurbelt, als ich gerade Pause gemacht habe. Als ob das nicht schlimm genug wäre, hat sich der Ganove dann mit der einzigen Kurbel getrollt. Immer diese Trolls. Oh je, sie wollen also sagen? So ist es. Bevor ich die Kurbel nicht wieder habe, kann niemand mehr das Dorf verlassen. Ich suche noch immer nach der vermaledeiten Kurbel, aber ich bin vor Wut ganz außer mir. Was für ein elender Tagedieb spielt anderen bloß solche Scherze? Ach ja, ich habe diesen Dingens hier auf der Straße gefunden, als ich nach der Kurbel gesucht habe. Wisst ihr vielleicht, was das ist? Das Portal-Rätsel ist ab sofort verfügbar. Berühre erst den Koffer, um diesen zu öffnen, und berühre dann das Bauteile-Symbol. Hier kannst du die verschiedenen Bauteile, die du im Dorf gefunden hast, zusammensetzen. Claudia! Aha, flauschig, möhrig und mit Schleife im Fell. Es besteht kein Zweifel, das ist Claudia. Gut erkannt, Luke.
Nun stellt sich nur noch die Frage, wie wir sie am besten einfangen können. Überlassen Sie das mir, Professor. Ach ja, richtig. Ich hatte ja völlig vergessen, wie gut du mit Tieren umgehen kannst. Nur zu, Luke. Hierher, Claudia, braves Mädchen. Au. Miau, Fauch. Aua. Luke, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, Professor. Ich war keine große Hilfe. Sie ist noch kratzbürstiger, als ich dachte. Ja, die Katze habe ich gesehen. Was für ein Monster. Wie? Ich soll beim Einfangen helfen? Nein, danke. Ich hänge an meinem Leben. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Der bleibe ich lieber fern. Könnten Sie uns zumindest sagen, in welche Richtung sie gelaufen ist? Das Untier lief nach Westen. Sie hatte Zähne wie Messer. Uiuiui. Hier können wir auch noch rein. Dann einmal überall umgucken, hier, ob hier eventuell noch ein verstecktes Rätsel ist. Aber sieht schon mal nicht aus, ne? Und leuchte auch nicht. Dann reden wir mal mit dem Mann hier. Dies ist das Rathaus. In welche Angelegenheiten möchtet ihr beide hier vorsprechen? Wenn es sich um einen Umzug handelt, so benötige ich ein diesbezügliches Adressänderungsformular. Oh, keineswegs, mein Herr. Deswegen sind wir nicht hier. Trotzdem müssen alle Amtsgänger die nötigen Formulare ausfüllen. Ich empfehle zunächst dieses. Ein Formularrätsel? Oh Gott. Dreiecke und Tinte. Ich glaube, trinken nebenbei. Hier siehst du zwei Figuren, eine große und eine kleinere. Beide bestehen aus kleinen Dreiecken. Ein einmaliges Eintauchen der Feder in die Tinte reicht aus, um vier kleine Dreiecke zu zeichnen. Wie du auf der unteren kleinen Abbildung siehst. Wie oft musst du also die Felder eintauchen, um die große Figur zu zeichnen, die aus 36 Dreiecken besteht? Dreimal. Eins. Zwei, ich würde mal sagen neunmal, weil 9 mal 4 sind 36, ne? Aber das wäre dann auch wieder zu naheliegend. Meine, das wären 9. Eins, warte, oh. Das wäre schon mal 1. Dieser Bereich wäre 1. So, das wäre 2. Das wäre 3. 4. 5. 6. 1. So. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obwohl. Sind 7. Ja, genau. 47 ist die richtige Lösung, Leute. Das müssten 7 sein. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Stimmt genau, du magst zunächst versucht gewesen sein, die 36 Dreiecke durch 4 zu teilen, aber ein näherer Blick zeigt, dass jede Vierergruppe eigentlich nur aus 3 Dreiecken besteht.
Wenn du diese Erkenntnis auf die große Figur überträgst, erhältst du die oben dargestellte Antwort. Genau auf diesen Holzfaden war ich auch gerade. Sehr korrekt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind hierorts alle ganz verrückt nach Rätseln. Ich schätze es als äußerst nutzbringend für euch ein, so viele Rätsel wie möglich zu lösen. Und wo wir gerade dabei sind, rate ich euch bei Oma Enigma nebenan vorschlägig zu werden. Sie ist eine wahre Fundgrube, was Rätseln betrifft, allerdings ist sie nicht immer zu Hause. Jetzt, wo wir zwei Bauteile haben, können wir da auch einmal kurz nachschauen. Ich würde mal sagen, Hund? Das Bild sagt es doch schon so schön. Also das passt definitiv da rein. Das kommt eigentlich ja so. Kann man nicht selber bauen? Das ist ja blöd. Naja. Never mind, würde ich mir da mal behaupten. So. Hast du vielleicht jetzt ein Rätsel für mich? Bin in Rätsellaune. Nein, du sagst immer noch dasselbe. Dann gehen wir einmal zurück. Da können wir jetzt auch rein, aber wir gehen erstmal zurück und schauen uns mal etwas um.